Georg, hör zu. Ich weiß, dass dein Dubai nur erfunden ist. So Blödsinn. Die haben lass du mich bitte ausreden. Ich weiß, dass du eine Stadtwohnung hast. Nein, diese Wohnung gehört, wie gesagt. Georg, bitte. Ich weiß auch, dass du den Schnitzler fickst. Bitte? Oder er dich, je nachdem. Kann ich jetzt bitte meine Hände wieder runtergeben? Mir schlafen schon die Arme ein. Außerdem, ich bin krank und mein Kamillentee wird kalt. Halt! Ich kann die Polizei rufen. Sie haben die Waffe nicht ich schon vergessen? Es ist die Wohnung Ihres Mannes. Was soll ich den Herrn von der Polizei erzählen? Ich bin nicht unbedingt scharf darauf, dass man mich hier findet. Aber auf meinen Georg sind Sie schon scharf. Und ich weiß sogar, dass deine Frau alles weiß. Hallo, ja, Sie. Woher? Von einem großen Unbekannten, der böse ist auf deinen Freund Schnitzler. Der erpresst mich und will, dass ich dich dem Schnitzler ausspanne, damit der genauso leidet wie er. Und warum erzählst du mir das? Du bist nicht mein Typ. Danke, ich stehe auch nicht auf dich, aber... Ich habe gedacht, du überlegst dir vielleicht, was dir das wert sein könnte, wenn ich es niemand erzähle. Wiederschauen. Wiederschauen. Wie sind Sie hereingekommen? Nachschlüssel. Und seit wann wissen Sie davon? Seit ein paar Wochen. Und seit wann weiß er das? Ja, seit Sonntag. Was haben Sie gesucht? Nichts. Sie sollten in die Politik gehen. Nur Cognac, oben links. Mein Spezialrezept ist ja Malakoff-Torte mit Eierlikör. Ich trinke da immer die Biskotten drin. Und wenn man unglücklich ist, kann man sich da einen richtig klaren Kopf reinessen. Er hat sie reingelegt. Habe ich recht? Prost. Prost. Ich will gar nicht wissen, wie lange er mich schon verarscht. Was mich betrifft, 1,5 Jahre. Was machen Sie jetzt? Was würden Sie tun? Wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Ich würde ihn bluten lassen. Ganz fürchterlich bluten lassen. Geburtstag, nicht so einfallsreich. Die sollten Sie nicht vergessen. Oh, ja, ganz vergessen. Danke. Ihre Idee. Er muss ja nicht unbedingt wissen, dass wir wissen, was er weiß. Von dem er glaubt, dass wir es nicht wissen. Das sollte er nicht wissen. Wir sind uns nie begegnet. Nie. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich liebe ihn. Ich noch. Das habe ich befürchtet. Und? Was würden Sie mir raten? Ich würde ihn bluten lassen. Ganz fürchterlich bluten lassen. Vergessen Sie nicht, die Gläser abzuspülen. Ja.
Hallo, ich bin's. Jö. Sorry, es ging nicht schneller. Wie geht's dir denn? Hm? Ich will dich nicht anstecken. Wie war dein Wochenende, Schatz? Langweilig, wie immer. Du, die nervt nicht einmal mehr. Die ist wie eine Schlaftablette, die reden kann. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Am liebsten würde ich einfach die Wahrheit sagen. Dann mach's doch einfach. Du willst dich nicht outen. Und für sie wäre es eine Katastrophe. Ich meine, der Mann der Heiligen Maria, schwul. Was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Du redest von ihr, du redest von mir, aber was ist mit dir? In Wahrheit ist es doch ganz recht, dass ich mich nicht oute. Dann musst du es auch nicht machen. Dein Vorgänger war da ganz anders. Der wollte immer öffentlich mit mir zusammen sein. Dann ist ja alles perfekt. Du willst es nicht. Ich will es nicht. Und wir lieben uns. Das ist doch das Einzige, worauf es ankommt, oder? Ja, genau. Weißt du was, ich mache dir eine Hühnersuppe. Das ist die beste Medizin bei Erkältungen. Ja? Bist du jetzt endlich soweit? Also, Überraschung. Bin ich zu harmlos, wie ich ausschaue? Echt? Bin an einer großen Sache dran. Fast am Ziel. Dazu brauche ich aber den Schnitzler. Gens, können wir noch zwei Prosecco haben, bitte? Ja. Wenn also dein großer Unbekannter den Joachim jetzt unbedingt leiden sehen will, dann ist das der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Aber glaub mir, wenn das, was ich da geplant habe, aufgeht, dann wird er leiden. Schwer leiden. Das ist hart, aber notwendig. Danke. Danke. Und weiter? Wenn du also jetzt deinem großen Unbekannten noch ein bisschen hinhalten könntest, mache ich dich vielleicht zu meiner Partnerin. Hm? Rein geschäftlich, natürlich. Und wie schaut diese Partnerschaft aus? Du müsstest deine Unterschrift und ein paar Kaufverträge setzen. Also nichts zahlen, sondern nur kassieren, wenn ich dann weiterverkaufe mit Gewinn. Und an diesem großen Gewinn wirst du dann beteiligt. Mit wie viel? Normal. 10%. Von wie viel? 10% von nix ist nix. Schatze, da geht's um siebenstellige Beträge. Okay. 50%. Bist ein bisschen deppert, gell? Du hättest mir nicht die Wahrheit sagen sollen. Du bist ein Miststück. 30? 40. Weil du der Mann von der Maria bist. Gut. 40. Also, geht doch.